Hallo liebe YouTube-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Henschels Welt. Henschel ist on Tour, diesmal mal wieder in Leipzig. Es gibt ja schon einige Hotelvideos von mir aus Leipzig. In diesem Hotel war ich noch nicht gewesen. Es handelt sich um ein Budget-Hotel und diese Schiene der Budget-Hotels, wenn ich davon erzähle, dann fällt einem sofort das Ibis ein, der Accor-Gruppe angehörig. Es fällt einem aber auch das Motel One ein. Das sind so typische Budget-Hotels, die irgendwo so zwischen 60 und 80 Euro maximal liegen im Preis. Aber trotzdem sehr designorientiert und auch neu entweder erbaut oder renoviert worden. So, und diese Hotelkette hier ist die Achard Hotelkette. Und die möchten jetzt, sind normalerweise im mittleren Preissegment tätig, möchten jetzt in diese Budget-Schiene auch mitspielen. Und das ist denen, glaube ich, auch ganz gut gelungen jetzt mit diesem Lock-in-Konzept. Ein neues Konzept, eine neue Hotelreihe, die diesen Budget-Standard erfüllt. Und dieses Hotel hier befindet sich direkt am Autobahnkreuz Skeuditz. Das heißt, der Flughafen ist gerade mal eine Abfahrt entfernt. Die Messe ist direkt hier nebenan. Und ansonsten ist hier nicht allzu viel. Ein Globus Verbrauchermarkt ist noch auf dem Gelände etwas weiter weg. Ein paar Schnellrestaurants und dann hier direkt gegenüber das NH. Das ist in der Tat schon etwas älter. Dieses ganze Gelände, das lag etwas brach. Und jetzt hat man hier so peu à peu einige Gebäude wieder aufgebaut. Ja, was kann man erwarten von einem Budget-Hotel? Wie gesagt, der Preis irgendwo so mittlere Preisklasse bei 70 Euro dürftet ihr hier dieses Hotel erhaschen. Das werden wir jetzt gleich sehen. Wir sind auch relativ schnell durch mit dem Durchgang, weil dieses Zimmer doch sehr klein ist. Das hätte ich also nicht gedacht. Ich weiß, Budget-Hotels sind natürlich generell kleiner, aber das kommt mir hier besonders klein vor. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich in der Vergangenheit dann doch immer mehr die hochpreisigen und hochsternigen, wenn es den Begriff überhaupt gibt, Hotels bevorzugt habe. Ja, wir schauen uns jetzt mal gemeinsam hier dieses Hotelzimmer an. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß und danach könnt ihr euch dann eure eigene Meinung bilden. Also bis gleich. Ja, ihr seht also hier schon auf dem Fluchtplan, dass das Ganze ein sehr nüchterner Bau ist. Und die Zimmer dann dementsprechend auch nicht sehr groß. Also hier ist in der Tat wirklich jedes Zimmer gleich dem anderen. Das einzig Große hier ist der Fitnessraum, aber der ist auch sehr klein ausgefallen. Da habe ich gerade schon mal reingeschaut. So, ich drehe mich einmal um. Hier ist sofort eine Wand. Dann kommt ein schmaler Gang und auf der anderen Seite ist auch wieder eine Wand. Also alles schon sehr, sehr klein. Was natürlich hier sehr gut ist, das ist jetzt in diesem Zeitalter der Flachbildschirme. Die brauchen nicht viel Platz und haben dann halt hier direkt an der Wand auch ihren Platz gefunden. Der ist vollkommen ausreichend von der Größe her für dieses kleine Zimmer. Direkt hier am Fenster haben wir den Schreibbereich, auch sehr klassisch gemacht, unten mit diesen beiden querliegenden Füßen. Dann darüber die kleine Schreibtischlampe, das strahlt ein bisschen Gemütlichkeit aus. Dann drunter ein Wasserkocher, das ist in den Budget-Hotels sicherlich nicht üblich. Und was haben wir hier? Ah, das ist ein Teebeutel. English Breakfast. Okay, für den englischen Tee ein Teebeutel. Dafür dann auch der Wasserkocher. Nicht üblich, aber mal eine neue Idee im Preiseinstiegssegment. So, dann haben wir hier einen Rallye-Streifen auf dem schönen Bürostuhl, beziehungsweise auf diesem, das ist ja kein Drehstuhl, sondern auf diesem normalen Stuhl. Dann haben wir hier einen schönen Schaukelstuhl, den habe ich gerade schon ausprobiert. Der schaukelt in der Tat. Und überhaupt dieses Zimmer, ich drehe mich jetzt einmal um, dann habt ihr es eigentlich auch schon einmal komplett gesehen. Das ist sehr klein und es ist trotzdem ein Executive-Zimmer. Das heißt, dieser Schaukelstuhl, der gehört mit zu dieser Ausstattung der gehobenen Zimmerkategorie. Ich möchte nicht wissen, liebe Freunde, wie dann die Standardzimmer aussehen. So, und was mir hier auch schon nicht mehr gefällt, das ist hier diese Fototapete. Es ist also in der Tat keine unverputzte Wand, sondern eine Fototapete. Aber das hat man ja jetzt, diesen modernen Stil. Mir gefällt es nicht. Das sieht also tatsächlich viel, viel, viel zu kühl aus, als wenn man hier irgendwo in einer Fabrikhalle übernachten würde, die nicht saniert worden ist. Ja, das Bett geht in Ordnung. Hier natürlich in dieser Preiskategorie kein Leder, sondern ein Mikrofaserbezug. Dann tatsächlich auch vier Kissen. Das ist auch wieder was Besonderes.
Und dann haben wir hier die Flexlampe, die zum Lesen dient. Mal schauen, wie wir die anstellen. Da, jawohl, das ist eine LED-Lampe. So, und hier unten, das ist eine Stahlablage, wird dem Budgetgedanken natürlich auch gerecht. Nichts mit Holz, sondern hier alles in schlichtem Stahl gehalten. Und hier unten drunter, dieser Würfel, der hat noch was Besonderes auf sich. Und zwar kann man den drehen. Da lugt ein Kabel raus. So, und wenn man jetzt hier unten auf diesen Knopf drückt, dann wird dieser Hocker hier oder dieser Tisch, der wird dann beleuchtet. So, wofür das gut ist, weiß ich nicht. Das ist vielleicht mal ein nettes Gimmick. Aber ich denke, beim Schlafen stört es auf jeden Fall. Vielleicht beim Bürotätigkeit oder beim Fernsehschauen kann man den mal einschalten. Ansonsten sehe ich da keine große Funktion. So, der Blick aus dem Fenster. Wir haben hier eine freie Parkmöglichkeit. Ihr müsst so einen Parkschein ins Auto legen, damit die dann auch wissen, wem das Auto gehört und ob derjenige dann hier auch zum Hotel gehört und ob das ein Gast ist. Da drüben ist das NH-Hotel und das ist das, was ich gerade sagte. Also hier ist wirklich brachliegende Fläche, wohin das Auge scheint. Jetzt wird hier auf der rechten Seite schon gebaut. Das war vor 2 Jahren noch ganz anders. Da war das hier alles nur Feld. So, und da drüben ist der Globus Verbrauchermarkt mit Kentucky Fried Chicken und McDonald's, so die üblichen Schnellrestaurants. Ja, mir ist das Zimmer etwas zu klein. Gut, aber wer Motel One kennt und da auch zurechtkommt, der wird sicherlich hier auch zurechtkommen. Wir werden jetzt nochmal einen Blick, das ist übrigens die Garderobe hier, auch sehr schmal gehalten, einen Blick ins Badezimmer erhaschen. Was wichtig ist, auch in dieser Preisklasse, Klimaanlage für den Sommer natürlich hochwichtig. So, und dann hier die Hängetoilette, abgetrennt zu diesem Badbereich. Die ebenerdige Dusche, das ist vollkommen okay. Das ist auch von der Größe her fast Model One Standard. Und dann auch hier das Waschbecken. Gut, das könnte natürlich größer ausfallen, aber auch hier haben wir Badeseife bzw. Handseife. Darunter dann den Föhn eingepackt in einem Beutel. Und dann hier nochmal die Handtücher. Das ist alles okay. Also alles hier auch sehr modern gehalten, aber es hat natürlich trotzdem immer noch diesen Budget-Charakter. Die Regendusche, die drehe ich mal kurz für euch um, damit wir die auch mal gesehen haben. Die sieht mir nämlich ziemlich groß aus. Ja, das geht in Ordnung. Also da habe ich in 4- oder 5-Sterne-Hotels sogar schon schlechtere Regenduschen gesehen, die kleiner ausgefallen sind. So, meine lieben Freunde, das war es dann auch schon mit diesen Blicken hier direkt von dem Achard Hotel Login in Leipzig Nord. Die Messe ist sehr schnell zu erreichen, auch die Innenstadt. Wir haben auch eine S-Bahn-Haltestelle hier in der Nähe. Insofern sehr verkehrsgünstig gelegen. Ich verabschiede mich, freue mich über einen Daumen nach oben, wenn es gefällt, und über ein Abo. Meine Freunde, macht's gut, bis bald. Ciao, ciao, euer Guido.